Sehr geehrte Familie Akbar, sehr geehrte Gäste, liebe Ehrengäste, ich möchte Sie im Namen des Berliner Senats an der Stelle Ihnen alles Gute, alles Hoffnungsfrohe, Ihnen persönlich nur das Beste für das neue Jahr, das Jahr 1398, das Jahr 1398 wünschen. Und ich freue mich auch, dass es so normal und so selbstverständlich ist, dass in einer bunten, in einer offenen, solidarischen Stadt wie Berlin Neverest gefeiert wird, seit Donnerstag an vielen Orten auch Feuertänze stattfinden, dass aber eben auch andere Feierlichkeiten stattfinden. Der Berliner freut sich über den Frühling, Sie freuen sich über das neue Jahr und wir alle genießen die Sonne und die Zuversicht. Die Hoffnung, dass wir alle dieses Gemeinsame, das Solidarische, das Vielfältige auch in uns tragen. Und dann geht es eben nicht darum, welchen Glauben man hat, dann geht es nicht darum, wo man herkommt, sondern es geht darum, was kann man selbst tun, um hier gemeinsam, friedlich, demokratisch miteinander zu leben. Und ich finde, es ist Jahr für Jahr selbstverständlicher geworden, dieses Friedliche, das Gemeinsame miteinander zu pflegen. Und das sollten wir auch zukünftig so tun. Und wenn an anderen Orten, auch leider an Orten wie in Berlin, Hass, Gewalt, eben Gräben aufreißen wollen, dann müssen wir allesamt dazu stehen, dass wir gemeinsam für eine vielfältige, für eine offene Gesellschaft streiten. Und ich freue mich, dass es eben Vereine wie Sie gibt, die dieses auch tagtäglich in ihrer Verantwortung, als Imame, in ihrer Verantwortung als Kulturgemeinde immer wieder auch untersetzen, dass Menschen, die aus Not in diese Stadt gekommen sind, vor Krieg, vor Terror geflohen sind, hier eine neue Heimat finden. Und wir als Senat möchten auch Ihnen persönlich für Ihr besonderes Engagement danken an der Stelle, aber Ihnen natürlich persönlich ein gutes, ein hoffnungsfrohes und gesundes neues Jahr wünschen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, die meisten vor 4-5 Jahren übersetzt. Und jetzt werden wir den Träger nicht mehr brauchen, weil der Salat ist da und die meisten haben den deutschen Kurs besucht. Und zum großen Teil, fast 80% unserer Landsleute jetzt beherrschen diese deutsche Sprache. Und aus diesem Grund werden wir notwendig sein, die auf persische Sprache übersetzen. Nochmal vielen Dank. Darf ich Herrn Träger von der CDU bitten? Ja, liebe Familie Akbar, liebe afghanische Kulturgemeinde, herzlichen Dank, dass ich heute mit Ihnen Neujahr feiern kann. Wir feiern jetzt öfters Neujahr, weil Berlin eine Stadt ist, in der man öfters neues Jahr feiern kann. Das ist doch eine Bereicherung, ich freue mich drüber. Sie haben es vorhin erwähnt, wir waren gestern in der neuseeländischen Botschaft. Der Botschafter hat uns empfangen und uns kam es darauf an, Neuseeland, dem Land, aber auch der muslimischen Gemeinde in Neuseeland unser Mitgefühl wegen des fürchterlichen Terroranschlags vor wenigen Tagen dort zum Ausdruck zu bringen. Wir haben ein gemeinsames Banner entrollt, das wir uns gestaltet haben aus Anlass des Terroranschlags hier in Berlin, der jetzt über 2 Jahre zurückliegt und der 12 Menschen in den Tod gerissen hat. Und wir waren uns gestern einig, dass wir keinen Unterschied machen können, ob Terroranschläge verübt werden von Islamisten, also Fundamentalisten, Extremisten, gegen unsere Einrichtung, gegen unsere Stadt, gegen einen Weihnachtsmarkt, oder wenn Rechtsextremisten, militante Terroristen auf der rechten Seite Terroranschläge verüben gegen muslimische Gemeinden. Wir dürfen hier keinen Unterschied machen. Wir müssen uns diesem Hass und dieser Gewalt gemeinsam entgegenstellen. Denn nur dann wird auch deutlich, dass es sich hier nicht um einen Konflikt zwischen Religionen handelt, sondern einen Konflikt zwischen denjenigen, die für Rechtsstaatlichkeit, Recht und Ordnung sind, die rechtschaffen sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite Rechtsbrecher, Terroristen aller Art, die diese rechtschaffende Ordnung in Frage stellen wollen.
Und deswegen danke ich Ihnen für Ihr bisheriges Engagement als afghanische Gemeinde hier in Berlin und bitte Sie auch weiterhin gemeinsam mit mir und vielen anderen Vertretern auch in der Politik und der Gesellschaft Hass und Gewalt entgegenzutreten und gleichzeitig für Rechtsstaatlichkeit, Recht und Ordnung einzutreten. Dafür stehe ich und dafür möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam arbeiten. Herzlichen Dank und alles Gute fürs neue Jahr.